Heute haben wir eine Piaggio ausgefasst, also quasi die große Tante der Vespas, und zwar eine X10, in diesem Fall mit einem 350er Motor. Diese Piaggio ist ausgestattet mit allem, was gut und teuer ist. ABS, ASR, Verarbeitung, ein Traum. Von der Verarbeitung her, neue Materialien, man hat sich bewusst bei der Produktion an der Autoindustrie orientiert. Es ist durch Stecksysteme, Clipsysteme so verarbeitet, dass man eigentlich keine Schraube findet von außen. Tagfahrlicht mit LED. Dann gibt es natürlich auch noch die Aufblendfunktion. Ja, und als Krönung gibt es eben auch noch das iPhone-App, beziehungsweise auch für Android. Ja. Wird dann über Bluetooth connected mit dem Fahrzeug und sämtliche dynamischen Fahrdaten werden an das Smartphone übertragen. Man hat verdammt viel Spaß mit diesem Roller. Obwohl diese Piaggio so massiv ausschaut, ist sie eigentlich leicht und sanft und zahm zu fahren. Der Grund, würde ich mal sagen, liegt darin, dass der Schwerpunkt relativ tief ist. Man sitzt auch niedriger als zum Beispiel auf einer GTS 300. Tief integriert in den Roller, vorne geschützt mit der Verkleidung. Federung 1A, sie liegt durch die großen Räder noch stabiler, natürlich als zum Beispiel eine GTS. Sie fährt wie auf Schienen. Ein Luxusliner, wo ich sagen würde, der ist eher für mittlere Distanzen. Ich würde mir dann eine X10 kaufen, wenn ich vielleicht im Speckgürtel Wiens lebe, 15, 20, 30 Kilometer von meinem Büro entfernt und den Sommer über die Autobahn oder eine Schnellstraße zum Beispiel hereinpendel in die Stadt. Futuristisches italienisches Design, Raumschiff Galaxy, würde ich hier mal sagen, hervorragend. Vollausstattung der Armaturen, wir haben einen Drehzahlmesser, wir haben einen Tachometer, wir haben Temperaturanzeige, wir haben einen Bordcomputer, der alle Stückeln spielt. Äußerst großzügige, bequeme, breite und niedrige, vor allem Sitzbank. Sisi Bar, ich kann mich anlehnen wie auf einer Harley so ungefähr. Jetzt werden wir mal reinschauen, wie viel Platz eigentlich ist in diesem Gerät. Hopp, elektrisch, zentral verriegelt. Es gehen mindestens 2 Jet-Helme hinein. Notebook würde auch relativ locker hineingehen. Mein Resümee der Piaggio X10 350. Erstens einmal, ich bin sehr angetan. Sie schaut sehr schwer aus, fährt sich aber sehr leicht. Sie hat einen 350er Motor, der sie locker über die Autobahn bringt. Das heißt, sie ist geeignet für den Commuting Traffic. Fantastisch, gefällt mir. Toll.